Herzlich willkommen bei unserer Veranstaltung, die sehr viel Interesse hervorruft. Schule nach einem Jahr Pandemie oder auch oft keine Schule. Ein sehr wichtiges Thema. Der Andreas Schleicher, unser OECD-Bildungsdirektor, hat zusammen mit anderen internationalen Organisationen eine Umfrage gemacht. Wie sind die Länder damit umgegangen mit Schule in der Pandemie? Wie haben sie Schüler, wie haben sie Lehrer unterstützt? Und auch dem ist es eben gelungen, den Unterricht sicherzustellen. Und das stellen wir uns gleich vor und danach wollen wir das diskutieren. Wir haben zum einen Susi Kriemler. Sie ist Epidemiologin und Biostatistikerin an der Universität Zürich und hat die dortige epidemiologische Studie der Schulen Schau Corona betreut und auch mit der Bildungsverwaltung, der Schulverwaltung dort zusammengearbeitet. Sehr herzlich willkommen. Und wir haben, was mich auch besonders freut, Ludger Wössmann. Er ist Bildungsökonom am IFO-Institut, arbeitet sehr viel und sehr gut mit uns bei der OECD zusammen und kann uns dann viel darüber sagen, was die Wirkungen von ausfallenden Schulunterricht oder Digitalunterricht im Allgemeinen sind und auch im Besonderen in Deutschland. So, Andreas, ohne weitere Umschweife gebe ich dir jetzt das Wort und du stellst uns die Ergebnisse der Umfrage vor. Ja, ganz herzlichen Dank, Nicola. Das ist das dritte Mal. Ich mach noch mal eben meinen Bildschirm an, damit die Präsentation sichtbar wird. Kleinen Augenblick. So, das ist das dritte Mal, wo die OECD den Stand der Bildungsanstrengung in der Pandemie bewertet. Vor genau einem Jahr gab es ja den ersten Bericht dazu. Und es ist klar, dass auf der einen Seite kann man sagen, so, jetzt müsste das funktionieren, dass die Kinder ja vom Coronavirus selten direkt betroffen sind, aber es gibt auch keine Gruppe, die stärker unter den politischen Maßnahmen zur Eindämmung dieses Viruses gelitten hat. Ne? Und da spricht man zunächst mal von den Schulschließungen. Na, und wenn Schulen geschlossen werden, fällt ja nicht nur Unterricht aus, sondern es gehen auch ganz wichtige Sozialräume verloren. Auf dem Schaubild sehen wir hier die vollständigen und flächendeckenden Schulschließungen. Dabei schneidet Deutschland im Jahr 2020 insgesamt ganz gut ab, denn es ist meist gelungen, Schulschließungen lokal und regional zu begrenzen, was hier nicht erfasst wird. Ansonsten würde der Punkt von Deutschland deutlich höher sein. Aber ich denke, da gibt es für 2020 eine ganz gute Position für Deutschland. Es gibt Länder hier wie Kolumbien oder Costa Rica, wo fast das ganze Schuljahr verloren ging. Jetzt denkt man zunächst natürlich, dass Schulschließungen maßgeblich vom Pandemiegeschehen bestimmt sind. Aber hier gibt es eigentlich die größte Überraschung. Wenn wir hier mal das Pandemiegeschehen abbilden durch die Anzahl der Infektionen pro Million Bürger, da sehen wir, dass es da fast keinen Zusammenhang gibt, sogar überhaupt keinen Zusammenhang. Die Größe der Symbole spiegelt hier die Anzahl der Infektionsfälle pro Million Einwohner wider. Und Sie sehen, dass es viele Länder mit sehr schwieriger Infektionslage gibt, Frankreich oder die Niederlande zum Beispiel, die ganz selten flächendeckende Schulschließungen durchgeführt haben, während Länder wie Italien oder hier die Slowakei die Schulen lange geschlossen haben, obwohl die Infektionslage nur mäßig war und vielleicht auch handhabbar war. Also keinerlei Zusammenhang zwischen Pandemiegeschehen und Schulschließung. Spielen also viele Gesichtspunkte außer der Infektionslage eine ganz wichtige Rolle. Und es gibt einige Länder, die ganz erfolgreich waren, Gesundheit und Bildung irgendwo miteinander zu vereinbaren. Die Sache wird spannender, wenn wir die Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme hier gemessen durch die PISA-Leistungen noch mit berücksichtigen. Na, dann plötzlich liegen die Punkte fast alle auf einer Reihe. Also der Faktor, der den Umfang von Schulschließungen am besten bestimmt, ist die Qualität der Bildungssysteme selber. Na, also mit anderen Worten, Bildungssysteme, in denen die Lehrkräfte gewohnt sind, innovative Lernumgebungen zu schaffen, die sich durch Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort auszeichnen, die Ressourcen dort einsetzen, wo sie auch am meisten gebraucht werden und so weiter. Na, das sind ja die Merkmale erfolgreicher PISA-Systeme. Die sind auch in schwierigen Infektionslagen ganz gut und ohne lange Schulschließung
durch diese Krise gekommen. Ne? Also was Sie hier sehen, im Grunde die Beziehung zwischen Qualität von Bildungssystem und Schulschließung ist auch nicht einfach erklärt durch Dinge wie Einkommen oder so in der Bevölkerung. Wenn man das rausrechnet, verändert sich das nicht besonders. Gehen wir nochmal einen Augenblick auf die Lage auf 2021 ein. Ne? Da sieht es natürlich für Deutschland schlechter aus. Da ist Deutschland in einer relativ großen Gruppe von Ländern, wo Schulschließungen doch relativ häufig aufgetreten sind. Die Schweiz war davon ausgenommen. Da fiel das zum großen Teil mit Schulferien zusammen. Was man hier deutlich sieht, ist, dass wo Länder Schulschließungen machen, sie meistens den Grundschulen und den Vorschulen Vorrang geben. Ne? Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Lektion, die wir aus der Pandemie gelernt haben, dass es digitale Alternativen in den ersten Lebens- und Schuljahren eigentlich kaum funktionieren. Da ist wirklich der Präsenzunterricht von ganz entscheidender Bedeutung. Und ich glaube, das haben die meisten Länder irgendwo auch begriffen. Und deswegen, die Grundschulen sind oft offen, selbst wenn die weiterführenden Schulen geschlossen sind. Ne? Das ist also, hat sich auch, das war anders bei den ersten Schulschließungen 2000. Ich glaube, jetzt 2021 setzt man da bessere Prioritäten, dass man Schülern aus sozial ungünstigen Umfeld oder Schüler in den ersten Lebensjahren doch bessere Möglichkeiten gibt, sich real zu beteiligen. Ne? Die Frage ist natürlich auch, wie geht man mit diesen Schulschließungen um? Ne? Da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Ergebnissen, wie Länder ihre Lehrpläne und Unterrichtszeiten dann auch angepasst haben. Ne? Einige haben das Schuljahr in die Ferien verlängert, ne? Beispiel Portugal, ganz spannend. Einige haben Schwerpunkte für Unterrichtsinhalte gebildet. Ne? Wenn wir weniger Zeit haben, ist es ja wichtig, besser, weniger in größerer Tiefe zu unterrichten, als jetzt alles irgendwo noch irgendwie mitzunehmen. Und da haben viele Länder relativ schnell reagiert. Ich glaube, das ist etwas, was Deutschland nicht so gelungen ist. Das hat man meistens auf die Schulen und die Lehrkräfte den dort vor Ort überlassen. Und das ist sehr schwer geworden. Da sind Lehrkräfte oft vor einer großen Aufgabe gestanden. Na, was unterrichte ich heute, wenn ich weniger Zeit habe? Ich glaube, da ist es wichtig, da im Grunde das vielleicht auch etwas systemischer zu betrachten. Ist aber in vielen Ländern passiert. Wir haben auch gelernt, dass das erste Kriterium immer Verlässlichkeit und Planbarkeit von Schule für die Schüler, aber auch für die Eltern ist. Ne? Klar ist auch, dass dort, wo hybrides Lernen und Wechselunterricht aus Kapazitätsgründen notwendig werden, dass das viel besser im täglichen Wechsel als im wöchentlichen oder monatlichen Wechsel passiert. Ich glaube, auch das ist etwas, was man in der Pandemie gelernt hat. Wo es durch soziale Distanzierungsmaßnahmen Kapazitätsengpässe gibt, ist das wichtig, wie noch einmal, dass Kinder mit Benachteiligung beim Präsenzunterricht auch systematisch Vorrang haben, denn die kommen durch den Distanzunterricht ja meistens zu kurz. Und das ist auch, muss man sagen, jetzt 2021 oder Ende 2020 sehr viel besser gelaufen in den meisten Ländern als zum Beginn der Pandemie. Distanzunterricht, klar, digitale Technologien haben enorm an Bedeutung gewonnen in der Pandemie. Was hier vielleicht für Deutschland hervorzuheben ist, ist, dass klar ist, Deutschland ist von dieser Pandemie im Bereich Digitalisierung kalt erwischt worden. Ne? Hat man 10 Jahre zu spät praktisch angefangen mit der systemischen Einführung von Technologien. Kommt aber noch ein zweiter Punkt hinzu. Man hat sich im Grunde vielleicht zu sehr auf Online-Lösungen verlassen. Na, das ist natürlich irgendwo auch der Goldstandard. Das ist im Grunde die beste Möglichkeit, Digitalisierung durchzuführen, hat aber auch die größten Voraussetzungen. Na, an Lehrerkompetenz, an die technischen Möglichkeiten. Und bei den Online-Plattformen hapert es in Deutschland sehr. Da kann man zum Beispiel lernen, Länder wie Spanien oder Portugal sind da sehr viel kreativer gewesen. Die haben eben auch zum Beispiel Fernsehen, Mobiltechnik, viele Instrumente eingesetzt, die einfach verfügbar waren. Ne? Also nicht gesagt, wir wollen nur Online-Learning machen, auch wenn das irgendwo noch nicht ganz verfügbar ist, sondern wir nutzen einfach alle möglichen Techniken, die die Schüler und die Eltern irgendwo haben.
und gehen damit um. Und ich denke auch, diese Länder, Spanien noch einmal innerhalb relativ kurzer Zeit auch durch Einbindung der Verlage, der Industrie, der Mobiltelefonunternehmen, die haben die alle zusammengebracht, um zu sehen, wie können wir im Grunde hier schnell ein gutes Angebot schaffen. Und ich glaube, diese Vielfältigkeit der digitalen Medien war dann entscheidender Erfolgsfaktor. Das ist etwas, wo vielleicht Deutschland lernen kann. Noch einmal, wie gehen wir auf die Kinder zu, die am meisten unter der Pandemie gelitten haben? Und ich zeige Ihnen hier mal ein Schaubild, das ist nicht Deutschland, das sind die USA. Für Deutschland gibt es ja keine Echtzeitdaten. Aber hier haben wir aus den USA mal Daten einer Online-Learning-Plattform Mathematik aufgezeigt. Da sieht man jetzt vor der Pandemie, also vor Mitte März, kaum Unterschiede zwischen sozialen Gruppen. Ne? Also die Schüler am oberen Ende des Einkommensspektrums und am unteren Ende haben relativ gleichmäßig an diesem Angebot teilgenommen. Ne? Das sind so Programme, wo die Schulen genutzt haben und auch teilweise Eltern genutzt haben, um ihren Kindern zusätzlich noch mathematische Bildungsangebote zu bereiten. Ne? Aber dann sehen wir hier den plötzlichen Einbruch zu Beginn der Pandemie, ne? Mitte März. Ne? Da geht das erstmal für alle runter. Ne? Da wurde diese Plattform also sehr viel seltener genutzt. Aber dann sehen wir die hellblaue Linie. Ne? Die hat sich relativ schnell stabilisiert. Das sind die Kinder aus den oberen Einkommensgruppen, die auch während der Schulschließung diese Angebote weiterhin ganz gut genutzt haben. Aber praktisch die Kinder am unteren Ende des Einkommensspektrums, sieht man hier, die sind auf der Strecke geblieben. Ne? Und das ist, denke ich, etwas, selbst wenn das Angebot technisch für alle verfügbar ist, ne? Um solche Angebote zu nutzen, zählt ja auch, habe ich gelernt, selbstständig zu lernen? Habe ich zu Hause das unterstützende Umfeld? Ne? All diese Faktoren kommen zusammen über den Zugang zur Technik hinaus. Und da sieht man eben genau, wie sich diese Digitalisierung auf die Spreizung, auf die soziale Spreizung nochmal verstärken, ausgewirkt hat. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, inwieweit diese Daten aus den USA jetzt für Deutschland übertragbar wären. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Bild, was man sich vor Augen halten muss, dass eben die technische Verfügbarkeit noch nichts über die tatsächliche Nutzung und letztendlich den Lernerfolg aussagt. Also ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass diese Pandemie soziale Disparitäten noch einmal enorm verstärkt hat. Gut, was kann man dazu tun? Und hier gibt es eigentlich sehr, das ist jetzt der OECD-Durchschnitt, sieht man, dass da sehr viel passiert ist, ne, in den OECD-Staaten. Zum Beispiel kann man sagen, in 8 von 10 Bildungssystemen unterstützen die Regierungen den Kauf von Endgeräten. Ne? Also für Schüler, für Lehrkräfte, na, da ist sehr viel passiert. Ne? Es gibt auch flexible und vor allen Dingen asynchrone Lernplattformen. Das ist ja auch ganz entscheidend, dass eben das nicht nur über Zoom links mit den Lehrkräften passiert, sondern dass Schüler auch unabhängig vom Dinge nachholen können, sich erarbeiten können. Ne? Und da sieht man auch, da 8 von 10 Ländern haben da viel gemacht. Ne? Die Infrastruktur in ländlichen Gebieten, ne? Die Förderung von Schülern mit Disabilities. Ne? Ich glaube wirklich, das ist ein sehr positives Schaubild hier. Da ist sehr, sehr viel passiert, diese Technik irgendwo verfügbar zu machen im OECD-Mittel. Interessant sind Länder wie Estland oder auch die Tschechische Republik, die halt sehr früh damit, schon lange vor der Pandemie angefangen haben. Die hatten natürlich einen enormen Vorteil, die Pandemie schlägt ein und die waren relativ gut vorbereitet mit der Verfügbarkeit von Digitaltechnik. Interessant waren auch Länder wie die Niederlande oder Frankreich, die sehr viel auf lokale Initiativen gesetzt haben, gerade die Niederlande auch am Anfang, ne? Wenn man jetzt auf sehr bürokratische Verfahren setzt, um Computer anzuschaffen, dann wird das sehr schwer. Die waren ja auch zu Beginn der Pandemie gar nicht verfügbar. Was haben die Niederlande gemacht? Die haben gesagt, da stehen doch so viele Endgeräte irgendwo rum in den Firmen, in den Gemeinden. Warum mobilisieren wir nicht mal das, was verfügbar ist, und bringen das zu den Schulen? Und das haben die irgendwo fantastisch hinbekommen. In relativ kurzer Zeit hatten alle Schüler, die das brauchten, zusätzliche Geräte. Also noch einmal, es gab in vielen Ländern gute Initiativen. Nochmal fragt man sich natürlich, warum brauchen wir eine Pandemie, um die Digitalisierung in Gang zu bekommen? Aber ich denke, zumindest ist diese Chance oft genutzt worden. Ne?
Entscheidend ist natürlich auch die Unterstützung der Lehrkräfte. Auch hier sieht man, ist viel passiert. Ne, besonderes Training für die Konzeption, Umsetzung, Nutzung von Digitalisierung in vielen der OECD-Staaten. Das sind hier wieder Durchschnittswerte, verschiedene Tätigkeiten. Also da muss man sagen, Lehrkräfte haben heute ein sehr viel besseres Angebot, sich weiterzubilden, sich fortzubilden, mit anderen Kollegen zu arbeiten. Crowdsourcing, Crowdcuration, Lehrkräfte arbeiten gemeinsam an der Konzeption und Entwicklung von Lernkonzepten, Bildungsinhalten. Ich glaube, das wird auch nach dieser Pandemie bei uns bleiben, dass eben die Digitalisierung da ganz andere Möglichkeiten auch zur professionellen Zusammenarbeit schafft. Aber wie gesagt, das sind Durchschnittswerte, das unterscheidet sich in den Ländern. Die Frage bleibt natürlich immer, wie kann man Schulen sicher durchführen? Und in Deutschland, aber auch in vielen Ländern, ist auch dort sehr viel passiert, zum Beispiel soziale Distanzierungsmaßnahmen. Das sieht man praktisch in 80% der Schulen, der Bildungssysteme. Das ist sehr relativ gut etabliert im gesamten OECD-Bereich. Und wir haben hier auch Länder am unteren Einkommensspektrum, ne? Wenn wir an Kolumbien oder Mexiko denken. Aber selbst in den Ländern kann man sagen, die Umsetzung dieser Maßnahmen ist auf einem relativ guten Stand. Gelitten haben natürlich extracurriculare Aktivitäten, Sport, Musik und so weiter. Das muss man sich klar machen, dass da sehr viel zu kurz gekommen ist. Das ist in den meisten Ländern so, sehen Sie hier. Auch oft wurden Prioritäten gesetzt. Ich habe das vorhin schon angesprochen, jüngere Kinder zuerst und so weiter. Aber insgesamt sieht man aus diesem Schaubild, in vielen Ländern ist viel getan worden, um auch in schwieriger Infektionslage Präsenzunterricht weiter zu gewährleisten und das eben auf relativ sichere Weise zu machen. Wo noch viel zu tun ist, ist jetzt bei der Frage des Testens. Antibody-Testing, ne, da sieht man, das ist eigentlich nur in einer von 10 Bildungssystem gut etabliert. In den meisten ist das noch relativ manchmal den Schulen überlassen und so weiter. Aber ich glaube, da müssen die Bildungssysteme noch weiterkommen, da im Grunde gute Grundlagen zu schaffen, dass man das auch verlässlich dann umsetzen kann. Die Frage schließt sich natürlich an, wie schützen wir unsere Lehrkräfte? Und auch da hatte ich ein ganz erfreuliches Bild in 2/3 der OECD-Staaten kann man sagen, dass Lehrern dort Priorität bei den Impfungen eingeräumt wird. Na, manchmal ist das noch differenziert nach Altersgruppen, nach besonderen Risikogruppen und so weiter. Aber insgesamt kann man sagen, genau wie Mitarbeitern im Gesundheitsbereich wird Lehrkräften Priorität eingeräumt, weil es sich eben auch um Frontline-Berufe handelt. Das gilt also, für die Schweiz gilt das nicht hier, da muss man sagen, die müssen sich ganz normal anstellen dort, aber für die meisten auf der linken Seite hat man das. Das ist natürlich immer eine schwierige Entscheidung, jeder möchte der Erste in der Schlange sein und da muss man Abwägungen treffen, aber ich denke schon, dass man das rechtfertigen kann, dass man Lehrkräfte auch dann besonders schützt. Wie werden die Schüler und die Schulen unterstützt? Auch dazu haben wir wirklich ganz spannende Daten. Wir sehen hier, dass auch dort sehr viel in Gang gekommen ist. Also ich muss auch hier mal sagen, jetzt Kinder einfach sitzen zu lassen, bleiben zu lassen oder das Schuljahr insgesamt zu wiederholen, das ist natürlich die allerschlechteste der Lösungen. Ne? Und ich denke, da gibt es sehr, sehr viele interessante Alternativen. Wir sehen das auch hier, da wird sehr viel getan, um zusätzlich Lernangebote zu schaffen, Lernzeit zu schaffen. Auch gerade Risikogruppe Schüler mit Migrationshintergrund, Flüchtlingskinder, das gilt für Deutschland nicht, denen wird keine besondere Priorität eingeräumt, aber wir sehen hier in 40% der Ländern achtet man darauf, dass man also die Kinder, die jetzt da vor ganz besonders schwierigen Herausforderungen steht, dass man denen besondere, für die besondere Förderungsmöglichkeiten schafft. Aber insgesamt, denke ich, schauen Sie sich das Bild an, relativ erfreulich. Ne? Schwierig sieht es aus für Schüler, die auf berufsbildende Schulen gehen. Ist das Lernangebot natürlich, ist es sehr viel schwerer, das sicherzustellen, gerade wenn es um den praktischen Teil geht, die Ausbildung in den Betrieben.
Die hat natürlich auch sehr unter Betriebsschließung gelitten. Und das ist aber auch in den OECD-Staaten erkannt. Also es gibt nur 40% der Länder, wo man sagen kann, die sind da relativ gut durchgekommen. Also das ist, glaube ich, ein großes Manko. Müssen wir lernen, für die Zukunft das besser zu machen. Schwierige Frage ist immer, wie kann man im Grunde die Prüfung sicherstellen? Und ich glaube, das ist letztendlich für die Zukunft von ungeheurer Bedeutung. Jetzt einfach zu sagen, wir winken alle durch, so wie das einige südeuropäische Länder gemacht haben. Das wird wahrscheinlich zu einer großen Stigmatisierung dieser Schülergruppen führen. Die Arbeitgeber werden sich natürlich fragen, was können diese Menschen eigentlich? Also das ist wahrscheinlich die schlechteste Lösung. Ich glaube, 2020 ist Deutschland da noch ganz gut durchgekommen, gehört zu der Gruppe der Länder, die im Großen und Ganzen Prüfungen weiter durchgeführt haben. Es gibt eine Reihe von Ländern hier in Rot eingezeichnet, die einfach gesagt haben, wir können das so nicht leisten. Die konnten sich auch nicht verlassen auf jetzt zum Beispiel Einschätzung der Schulen und Lehrkräfte. Da hat das nicht gut geklappt. Also ich glaube, das großes Pluszeichen für Deutschland, dass es gelungen ist, Prüfungen im Großen und Ganzen durchzuführen. Und ich glaube, das ist auch absolut wichtig. Hier sieht man mal die Konsequenzen, wenn man das nicht tut. Zum Beispiel in Spanien, da hat man gesagt, wir können die Prüfung nicht machen. Wir überlassen das dafür den Schulen, zu sagen, wer jetzt die Prüfung bestanden hat oder nicht. Und zack, geht innerhalb eines Jahres die Absolventenquote dramatisch nach oben. Da sieht man also, dass die Lehrkräfte und Schulen vielen Schülern ein gutes Zeugnis ausgestellt haben, was sie wahrscheinlich bei einer objektiven Abiturprüfung nicht bekommen werden. Norwegen, gleiches Phänomen. Frankreich, gleiches Phänomen. Also ich glaube, hier sieht man an dieser Grafik den Wert von externen Prüfungen und auch die Notwendigkeit, das irgendwo gewährleisten. Noch einmal zu den unterstützenden Leistungen. In den meisten Ländern waren die Lehrkräfte angehalten, online zu unterrichten, nicht überall und vor allen Dingen in den unteren Jahrgangsgruppen in der Vorschule ist das natürlich sehr schwer zu gewährleisten. Da macht Online-Unterricht oft wenig Sinn. Aber sonst, wenn man hier auf die Grundschule und die Sekundarschule schaut, kann man sagen, in den meisten Ländern waren die Lehrkräfte verpflichtet, das zu machen. Es gab da nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und das hat man teilweise auch noch unterstützt. Also hier zum Beispiel, wenn man sich Japan oder Neuseeland anschaut, da hat man viele Lehrkräfte, auch teilweise Schulleiter aus dem Ruhestand geholt und gesagt, wir haben hier extra Aufgaben, helft uns dabei. Es gibt Länder wie Belgien, die Tschechische Republik oder Polen, wo man gesagt hat, wenn ihr noch zusätzliche Lernangebote schafft, auch das Tutoring für einzelne Schüler übernehmt, für Risikogruppen, dann bezahlen wir euch extra dafür. Also ich glaube, da hat man kreative Instrumente genutzt, Anreize geschafft, um einfach das Personal zu mobilisieren, das notwendig war für diese extra Unterstützung. Ganz entscheidend ist im Grunde dieser regelmäßige Kontakt mit den Eltern. Und ich glaube, auch da hat die Pandemie unglaublich viel bewegt. Also zum Beispiel Plattformen geschaffen, wo Eltern auf Lernressourcen zugreifen können, mit den Lehrkräften regelmäßig kommunizieren durch Zoom-Konferenzen, E-Mails. Ich glaube, da sind Elternhäuser und Schulen, Lehrkräfte viel enger zusammengewachsen. Ich hoffe, dass wir davon viel aus der Pandemie mitnehmen können. Also viele gute Beispiele wirklich, wo die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule enorm gewachsen wird. Allerdings, das gilt für Deutschland weniger. Man sieht ja, Deutschland ist da ganz am unteren Ende des Spektrums. Meistens ist es den Schulen selber überlassen worden. Also auf systemischer Ebene hat es viel weniger Anreize gegeben, viel weniger Möglichkeiten. Also da kann man hier sehen, Polen, Belgien, Irland, Neuseeland, Frankreich, Litauen, Österreich, die haben ganz massiv darauf gesetzt, wir müssen die Eltern mit ins Boot holen, sonst funktioniert das nicht. Und wir müssen den Eltern auch entsprechende Ressourcen mitgeben und Unterstützung bei der Begleitung ihrer Kinder. Und wie gesagt, ich denke, das ist eine ganz wichtige Lektion aus der Pandemie, die wir mitnehmen können. Letzter Punkt, Geld ist natürlich immer wichtig. Und hier sehen wir auf der einen Seite, Deutschland zählt zu den Ländern, wo man sagen kann,
Da ist auch Geld für übrig gewesen. In den meisten Ländern, für die meisten Länder der OECD gilt, dass in den Zeiten der Pandemie die Bildungsinvestitionen gestiegen sind. Da ist also das, was notwendig war, auch dann möglich gewesen. Und das ist auch jetzt vorgesehen für dieses Schuljahr. Also ich glaube, da sehen wir das weiter. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Aber das kann man sagen, war im Grunde in der Finanzkrise ähnlich. Wenn wir hier auf die Finanzkrise schauen, Wirtschaftskraft brach dramatisch ein, aber die Bildungsinvestitionen stiegen noch. Aber wenn man dann auf die Jahre nach der Finanzkrise schaut, da sehen wir, da war das völlig anders. Da war die Wirtschaftskraft wieder gestiegen, aber die Bildungsinvestitionen in der Regel gesunken. Also ich glaube, wir sollen uns hier nicht zu früh freuen. Die großen Herausforderungen für Bildung kommen noch, und deswegen ist es absolut entscheidend, dass Bildungssysteme lernen, mit weniger Geld mehr zu erreichen. Ich glaube, diese Effizienzfrage, die wird sich in den nächsten Jahren ganz entscheidend stellen, und auch die Fragen der Digitalisierung werden dann nochmal eine ganz andere Bedeutung einnehmen. Allerletzter Punkt, wer entscheidet über diese Dinge? Und das ist auch spannend gesehen, auch in relativ dezentralisierten Bildungssystemen hat man Fragen zu Schulschließungen doch letztendlich zentral entschieden. Wir sehen also hier in den allermeisten Ländern wurden Entscheidungen, die Kriterien für Schulschließung und so zentral festgelegt, während so auf der rechten Seite sehen Sie dann, was in den Schulen dann tatsächlich gemacht wird. Unterricht, das hat man den Lehrkräften weit überlassen. Also das hat hier eine im Grunde Differenzierung stattgefunden, dass Länder nicht mehr jetzt allein zentral, föderal oder lokal ausgerichtet sind, sondern dass es viel differenzierter gehandhabt wurde. Man hat einige Entscheidungen wirklich zentral getroffen. Was sind die Kriterien für Schulschließung? Wie sichern wir Verlässlichkeit? Wie führen wir Hygienemaßnahmen ein? Und auf der anderen Seite hat man lokal den Lehrkräften und Schulen deutlich mehr Freiräume eingeräumt bei der Entwicklung innovativer Lernumgebung. Das sind die wesentlichen Resultate. Nicola, ich gebe das Wort zurück. Ja, vielen herzlichen Dank, Andreas. Und es ist ja auch schon ein lebendiger Chat entstanden. Ich würde vielleicht Ludger Wössmann mal kurz danach fragen. Wir hatten jetzt gesehen Daten aus den USA. Wie war das eigentlich? Wie sind die Schüler und Schülerinnen dran geblieben in der Zeit des Distanzunterrichts? Und das habt ihr euch, glaube ich, auch angeguckt am IFO-Institut. Und vielleicht könntest du uns dazu mal ein bisschen was sagen, wie es da in Deutschland aussieht, aussah in der ersten Welle. Ja, sehr gerne, genau. Ja, wir haben, was wir natürlich nicht haben, und das gibt es leider nur in wenigen Ländern, ist echte Lernstandserhebungen, was wissen, was die Kinder jetzt wirklich gelernt haben, wie viel ist vielleicht an Lernverlusten ernsthaft da. Haben wir in Deutschland eigentlich keinerlei flächendeckende Informationen drüber. Was wir während des ersten Lockdowns, also im Frühjahr 2020, gemacht haben, ist, wir haben über 1000 Eltern, die repräsentativ sind für die Bevölkerung, befragt, wie denn die Schulkinder wirklich die Zeit verbracht haben und was die Schulen gemacht haben. Und man sieht da, dass eben gerade im ersten Lockdown Online-Unterricht, so per Videokonferenz, kaum stattgefunden hat in Deutschland. Also es sind wirklich 6%, die täglich Online-Unterricht hatten, der Schülerinnen und Schüler, und weit über die Hälfte hatten das nicht mal einmal pro Woche. Seitdem haben sich natürlich viele Schulen besser vorbereitet. Ob das jetzt flächendeckend so ist, anekdotisch weiß man, dass es sicherlich auch nicht der Fall ist. Um das herauszubekommen, haben wir jetzt am IFO-Institut eine weitere Umfrage zu den aktuellen Schulschließungen gemacht. Aber die Ergebnisse liegen leider noch nicht vor. Wir werden die nächste Woche Dienstag veröffentlichen, und darum kann ich jetzt dafür nur Werbung machen. Sagen, stay tuned, halten Sie nächsten Dienstag Ausschau nach den Ergebnissen. Dann werden wir da auch ein bisschen mehr wissen sozusagen. Ich glaube, wir werden, das ist natürlich die große Frage, dass es kein einheitliches Bild gibt, gerade in Deutschland, weil eben nicht sehr viel klar vorgegeben wurde. Herr Schleicher hat das betont. Vieles wurde auf die Schulen, auf die Lehrkräfte vor Ort übertragen, und dementsprechend gibt es dann große Unterschiede. Was wir im ersten Lockdown gesehen haben, was das jetzt für die Kinder selbst bedeutet, ist, dass die Zeit, die sich die Kinder täglich mit Schule überhaupt irgendwie beschäftigt haben, während der Schulschließung halbiert hat. Von etwa 7,5 Stunden vor Corona, also einem normalen Schultag in der Schule und dann mit Hausaufgaben, auf nur mehr 3,5 Stunden. Das sind eben die Angaben der Eltern dazu. Es sind da eben auch 38% der Schülerinnen und Schüler haben sich höchstens 2 Stunden am Tag mit Schule beschäftigt, 3/4 höchstens 4 Stunden.
Und gleichzeitig ist in dieser Zeit, wir haben auch gefragt, was Sie ansonsten gemacht haben. Es gibt so Dinge wie Lesen, sich bewegen und sowas, kreativere Tätigkeiten, die sind aber nur ganz leicht und auf relativ niedrigem Niveau angestiegen. Was sehr stark angestiegen ist, sind Fernsehen, Computerspiele und Handy. Diese eher passiven Tätigkeiten sind von vorher 4 Stunden auf 5,2 Stunden angestiegen. Das heißt, es gab einen Shift wirklich hin zu solchen eher passiven Tätigkeiten. Und vielleicht noch ein Punkt, Herr Schleicher hat ja das angedeutet, gerade die US-Daten haben das gezeigt, dass es da sehr starke Unterschiede gibt nach dem sozioökonomischen Hintergrund. Wir sehen das interessanterweise im ersten Lockdown bei dem sozioökonomischen Hintergrund der Eltern nicht, dass die Lernzeit runtergegangen wäre. Also wir sehen zum Beispiel, dass das der Rückgang ist bei Akademikerkindern genauso groß gewesen wie bei Nicht-Akademikerkindern. Das ist schon eher überraschend. Sagt natürlich nichts darüber aus, sozusagen, wie die Qualität der Lernzeit zu Hause war. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Da werden wir jetzt in der zweiten Studie auch tiefer reingehen, sozusagen, wie effektiv war denn das Lernen zu Hause. Ein zweiter Punkt, den ich hier betonen möchte, es gibt eine zweite Dimension von Benachteiligung sozusagen, die sich in unserer Studie sehr stark herausgestellt hat. Und das ist die Frage jetzt eben nicht nur nach sozioökonomischem Hintergrund, die sicherlich extrem wichtig ist, sondern die zweite Dimension ist leistungsschwächere und leistungsstärkere Schüler. Also stellen Sie sich einfach vor, welche Schulnote hatten die Kinder im Durchschnitt vor Corona, jetzt sagen wir in den Hauptfächern Mathe, Deutsch. Wenn wir das einfach aufteilen nach sozusagen die obere Hälfte, die untere Hälfte, dann ist die Lernzeit bei den leistungsschwächeren Schülern viel stärker zurückgegangen. Und da werden auch viel größere Probleme berichtet, wie das Lernen zu Hause stattgefunden hat, weil wie die Eltern damit umgehen konnten. Ich glaube, wir müssen uns das bewusst machen. Was ist denn das? Schulen werden zugemacht. Das Wichtigste, was passiert, ist wahrscheinlich eben, dass es eben nicht wie im normalen Präsenzunterricht immer eine Lehrkraft im Raum gibt, die Sachen vermittelt, erklärt, nachfragt, wo man nachfragen kann, die auch immer nachguckt, was die Kinder denn machen, sondern man braucht viel stärkere selbstständiges Lernen, eigenständigen Unterricht. Und das ist halt nicht so einfach. Und da sind gerade leistungsschwächere Kinder tun sich schwer. Wenn der Lehrer sagt, okay, ihr habt ihr Aufgabenblatt bereitgestellt, macht das mal, lest euch zu Hause im Buch das durch und dann macht das. Das werden die leistungsstärkeren Kinder noch leidlich gut hinbekommen, aber die leistungsschwächeren, die lesen das im Buch durch, verstehen nur Bahnhof und dann ist Ende, weil eben da ist genau das Zentrale, was Schule ausmacht. Pädagogen, die eben dann schauen, okay, ich erkläre es nochmal anders, ich schaue eigentlich nach, was nicht verstanden wird. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, dass sozusagen in allem, wo jetzt besonders stark wir eigentlich versuchen müssen nachjustieren, ist es, dass wir die bildungsfernen Schichten, aber eben gerade auch die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler erreichen müssen. Und in welchem Ausmaß das bis jetzt wirklich gelingt, da habe ich meine Zweifel gerade in Deutschland. Ja, herzlichen Dank dafür. Susi Kriemler, Sie sind, ich hatte schon gesagt, Epidemiologin, Biostatistikerin und im Kanton Zürich. Sie sind ja dann von einer sehr, sehr starken Winterwelle betroffen gewesen und haben aber, glaube ich, der Kanton hat die Schulen nicht pauschal erneut geschlossen. Stattdessen haben Sie eben mit Ihrer Ciao-Corona-Studie ganz genau untersucht, wie ist denn die Lage an den Schulen, wie sieht das epidemiologisch aus und dann auch zusammengearbeitet mit der Schulbehörde. Erzählen Sie uns doch mal, was da rausgekommen ist bei der Studie und wie auch vielleicht die Zusammenarbeit mit der Schulbehörde funktioniert hat. Sie müssen sich noch selbst das Mikro anstellen. Gut, hallo. Also wir haben im Juni, Juli eine erste Untersuchung gemacht, eine zweite im Oktober, November und wir sind jetzt dran, eine dritte Untersuchung zu machen. Wir haben das geplant vor den Sommerferien, wir wussten nicht, was auf uns zukommt und es ist eigentlich ein ideales Setting, weil die erste Untersuchung repräsentiert die erste Welle, die zweite Untersuchung die zweite Welle und jetzt die jetzige Untersuchung die neue Mutante aus oder die dritte Welle. Und wir haben uns ganz viel Arbeit gemacht, dass wirklich zufällig ausgewählte Schulen, Klassen innerhalb den Schulen und schlussendlich Kinder aus dem ganzen Kanton Zürich, das ist etwa 20% der Schweizer Bevölkerung, lebt im Kanton Zürich. Und wir haben das wirklich randomisiert ausgewählt und das ist ganz wichtig in so einer Studie. Schlussendlich haben etwa 2500 Kinder mitgemacht und die haben wir alle drei
dreimal untersucht, und zwar mittels einer Blutentnahme. Was wir gemacht haben, ist Antikörper untersucht im Blut dieser Kinder, die uns nachher informieren über, wer hat die Corona-Infektion einmal durchgemacht. Und das Resultat der ersten Welle war, dass 2% der Kinder Antikörper im Blut hatten. In der zweiten Welle waren es 8% der Kinder, die Antikörper im Blut hatten. Also ein 4-mal Anstieg von der ersten zur zweiten Welle. Was jetzt ist, wie kann ich Ihnen noch nicht sagen, da müssen Sie noch 1-2 Wochen Geduld haben. Was ganz wichtig ist zu sagen, praktisch kein Kind war schwer krank. Alle hatten wenig Symptome oder keine Symptome. Es hat keinen Unterschied gegeben zwischen Symptomen bei den antikörperpositiven oder antikörpernegativen Kindern. Und der dritte ganz, ganz wichtige Punkt, wir haben geschaut, ob sich diese antikörperpositiven Kinder vermehrt in den gleichen Schulen und gleichen Klassen finden. Als Indikator, dass wir ein sogenanntes Clustering oder eine Anhäufung von zur gleichen Zeit betroffenen Kinder hätten. Und das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Wir haben 3 Klassen aus 270 Klassen gehabt, wo wir dieses Phänomen gefunden haben. Also ein schwindend kleiner Prozentsatz, wo wir sagen, da haben wir einige Hinweise, dass sich die Kinder untereinander angesteckt haben könnten. Und sonst haben wir das nicht gefunden. Und nochmal betont, zum Peak der zweiten Welle, wir hatten 1000 betroffene Leute in der Bevölkerung auf 100.000, also 1000 akut positive Fälle. Und das war deutlich höher. Ihr in Deutschland hatte 300 zur gleichen Zeit oder zur Peakwelle der zweiten Welle. Also noch deutlich mehr Betroffenheit in der Bevölkerung, und trotzdem hatten wir keine Anhäufung von solchen Kindern in der gleichen Klasse. Was zu sagen ist, wir hatten auch diese Outbreaks auf Schulstufe. Die gibt es. Die hatten wir auch, und das sind die Leute der Bildungsdirektion und des Contact Tracings, die haben diese Schulen gefunden, und die gab es bei uns auch. Aber wenn man das nachher vergleicht, wie viele Schulen sind das auf alle Schulen, die es gibt, dann muss man einfach sagen, es ist ein verschwindender Anteil, und da muss man dann einfach alles in die Waagschale werfen und sagen, ja, haben wir das Recht, diese Schulen zu schließen wegen diesen einzelnen Ausbrüchen, die wir haben. Gegenüber all dem, was wir jetzt gehört haben, worunter die Kinder leiden, wenn man die Schulen schließt. Und das war dann für uns auch eine enge Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürichs. Wir hatten auch Verbindung zur Taskforce, der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes. Und ich glaube, es war ein Punkt, das dürfen wir eigentlich sagen, unsere Studie hat mit dazu beigetragen, dass unser Schulsystem während der ganzen Zeit nach der ersten Welle offen geblieben ist. Ja, super. Also so dieses Zusammenarbeiten, epidemiologische Studien und dann wirklich mit der Schulbehörde zusammenarbeiten, das kann eben auch dann helfen, auch bei einer starken Welle sich ein bisschen sicherer zu sein, dass man das gut sicherstellen kann. Eine Frage hätte ich dazu noch. Wir hatten ja die Folie von Andreas Steicher von der OECD. Die Schweiz ist eins der Länder, wo jetzt die Lehrer gar keine prioritäre Zugang zum Impfen haben. Haben Sie denn in der Studie auch Erkenntnisse gewonnen darüber, wie denn jetzt Gefahren für Lehrer sind, wenn die, es ist natürlich ein Kontaktberuf, ne? Können Sie darüber was? Ich kann aus unserer Studie nur sagen, Lehrer sind nicht mehr betroffen gewesen, als was in der Gesamtbevölkerung passiert. Und auch die Kinder sind einfach ein Abbild, was in der Gesamtbevölkerung passiert. Das muss man einfach sagen. Und die Contact Tracing Daten des Kantons Zürich zeigen, sie sind etwas mehr betroffen. Insbesondere bei den kleineren Kindern, wo wir eben auch diese Maskenpflicht nicht haben.
Ob diese Lehrer aber durch die Kinder angesteckt werden oder ob diese Hortleiterin sich irgendwo anders anstecken, das wisst ihr nicht. Die englischen Daten zeigen das ebenfalls, dass die Lehrer eigentlich nicht eine Risikopopulation jetzt von Seiten der Ansteckungshäufigkeit sind. Und eine Frage noch aus dem Publikum war, welche Altersklassen waren denn da, haben Sie erfasst? Und, Wir haben Primarschule, das ist bei uns, das, also nicht Kindergarten, das gehört ja eigentlich auch zur Schule. Also wir haben die Erstklässler bis Sechstklässler und die die untere Sekundarschule, also Sekundarschulstufe 1. Und das waren dann im Alter von 6 bis 16-jährige Kinder und Jugendliche. Dankeschön. Andreas, nochmal, ich will mal was aufgreifen, was so ein bisschen im Chat aufkam, also zu, ja, soziale Distanzierung wurde sichergestellt und so. Und Distanzunterricht, du hast gezeigt, es hat da viele, viele Fortschritte gegeben, aber es kam so ein bisschen auf, ist Schule ja auch ein sozialer Raum. Kinder müssen sich da auch begegnen können, interagieren können mit den Lehrern. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Studie abgefragt habt, aber kann man was dazu sagen, ob es da Unterschiede gab, jetzt auch diesen Aspekt zu versuchen, irgendwie jenseits oder durch Offenhalten der Schulen sicherzustellen in den Ländern? Ja, also dort, wo Schulen offen sind, hat man weitgehend auf soziale Distanzierungsmaßnahmen gesetzt, wie Masken, teilweise auch die Klassen verkleinert und so weiter. Ich glaube, da haben die meisten Länder dann tatsächlich auch Kompromisse gemacht. Aber ich denke, da bleibt eben dieser Klassenerhalt auch der soziale Bezugspunkt. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, sehr deutlich gesehen, dass gerade in den ersten Schuljahren sich der Präsenzunterricht nicht ersetzen lässt durch digitale oder andere Maßnahmen. Da haben die meisten Länder Kompromisse gemacht in den Schulen, aber das war halt der Preis, um sicherzustellen, dass die Kinder weiter zur Schule und zum Kindergarten auch gehen können. Ne? Lothar Wössmann, kann man denn das, was du zu sagen, also A, ihr untersucht ja auch sehr, sehr stark die, gut, wir wissen jetzt noch nicht, welche Auswirkungen das jetzt konkret in Deutschland gehabt hat, die Schließungen auf die Schulergebnisse, aber es gibt ja viele Studien, ihr habt auch eine Überblicksstudie gemacht, wo anderen Episoden in anderen Ländern durch Krieg, durch längere Streiks und so weiter, welche Auswirkungen das gehabt hat auf die Bildungsergebnisse und auch später den wirtschaftlichen Erfolg, kann man sagen, der betroffenen Schüler der Kohorten. Was kann man denn darüber sagen aus früheren Episoden? Ja, zum Glück gibt es ja sozusagen sowas Krasses wie die jetzige Epidemie eigentlich überhaupt noch nicht. Aber wenn man so ein bisschen nachdenkt, gibt es schon einige Beispiele, wo es längerfristige Schulschließungen mal gegeben hat und die tatsächlich in der Wissenschaft erforscht wurden. Nicht von mir, also ich rezipiere hier eigentlich nur, was andere gemacht haben. Zum Beispiel in den 80er Jahren gab es in Wallonien, im wallonischen Teil Belgiens, mehrwöchige bis mehrmonatige Schulschließungen durch Lehrerstreiks und die hat es im flämischen Teil nicht gegeben. Und die Forscher haben dann einfach die Schüler miteinander verglichen, wie die sich längerfristig entwickelt haben. Und man sieht das eben durch diese letztlich mehrmonatigen Streiks, wo die Schulen geschlossen waren, die davon betroffenen Kinder langfristig auch im Bereich der höheren Bildungsabschlüsse deutlich niedrigere Abschlüsse erzielt haben. Also es ist etwas, was eben nicht leicht einfach wieder weggeht, wieder verschwindet. Das könnte man sich ja vielleicht erst erhoffen, aber wir sehen, sobald die Schließung eine gewisse Zeit andauern, ist das so. Es gab in Deutschland in den 60er Jahren die sogenannten Kurzschuljahre, wo eben auch in Summe de facto ein Dreiviertel Schuljahr ausgefallen ist und neuere Forschung zeigt ja, dass man eben tatsächlich sehen kann, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen noch im Alter von 50 bis 60 signifikant niedrigere Kompetenzwerte haben in Kompetenztests oder auch signifikant weniger verdienen. Oder es gibt eine riesige Literatur, jetzt vor allem in den USA, in Kanada, da gibt es ja Sommerferien, die 2 bis zum Teil 3 Monate andauern. Und auch dafür ist regelmäßig belegt worden, da gibt es ganz viele Studien zu, die eben zeigen, dass eben in den Sommermonaten dann eben die Kompetenzen verloren gehen, weil man so lange eben keine Aussetzung hat. Und da ist es besonders wichtig und besonders stark gezeigt, dass das eben nach dem sozioökonomischen Hintergrund unterschiedlich ist. Also es ist in bestimmten Bereichen so, dass es eben bei den einkommensstärkeren Schichten da kaum Lernverluste gibt durch die Sommermonate und die sind eben aber extrem stark bei den bildungsfernen Schichten.
Und dann insgesamt kann man dann generell sagen, sozusagen, was müssen wir denn jetzt sozusagen, wovon müssen wir ausgehen, was hat das für Auswirkungen? Und es gibt viele Studien, vor allem in den USA, die sich meinetwegen Kinder mit 16, 17 Kompetenztestungen machen und die dann für die nächsten 10 Jahre in den Arbeitsmarkt verfolgen und sich dann anschauen, wie stark hängt dann das Einkommen so mit Ende 20 mit den zuvor gemessenen Kompetenzen zusammen. Und dann gibt es ja auch von der OECD durchgeführt, das sogenannte Erwachsenen-PISA, die PIAAC-Studie. Da werden ja repräsentative Stichproben von Erwachsenen erhoben, wo die sofort Kompetenztest machen und man dann das direkt bei den Personen mit dem Einkommen in Verbindung bringen kann. Und mit diesen zwei Arten von Studien kann man sich eben anschauen, wie stark hängt eigentlich das, was wir in der Schule lernen, letztendlich mit dem Einkommen zusammen. Und interessanterweise kommen diese Studien eigentlich alle zu recht ähnlichen Ergebnissen. Wenn man das so Pi mal Daumen sagen würde, dann ist das, was man im Durchschnitt in einem Schuljahr erlernt, geht später mit rund 10% höheren Erwerbseinkommen einher in Deutschland. Das ist zwischen den Ländern ein bisschen unterschiedlich, ist in Deutschland besonders stark. Also es gehört zu den Ländern, wo das besonders eng ist. Also in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt, wie es besonders stark entlohnt, gute Kompetenzen zu haben und andersrum eben auch quasi bestraft, wenn man sie nicht hat. Jetzt ist die große Frage, wie viel Lernen ist ausgefallen? Wie gesagt, wir haben darüber keine Befunde, da will ich auch keine Aussagen machen und es ist auch, wird sich sehr stark nach verschiedenen Kindern unterscheiden. Einige, es gibt sicherlich auch Kinder, die haben im Homeschooling genauso viel gelernt wie sonst. Ich fürchte, das ist eine verschwindend geringe Minderheit, die eben gerade nicht repräsentativ ist, aber und der Großteil wird deutliche Einbußen haben. Wie viel ist das nun? Gut, wie lange sind die Schulen zu? Ich meine, im Durchschnitt ist jetzt, glaube ich, bei den meisten Schülern sind wir mittlerweile, dass über die Hälfte eines Schuljahres an Präsenzunterricht ausgefallen ist in Deutschland. Also sozusagen so für den modalen Schüler wird das ungefähr 22 Wochen wahrscheinlich mittlerweile sein, von einem normalen Schuljahr von 38 Wochen. Also wir sprechen hier halt über richtig große Umfänge. Die Frage ist, wie viel haben Sie im Homeschooling gelernt, ist unklar. Für die Niederlande gibt es eine sehr spannende Studie von ein paar Oxford-Forschern. Die haben sich, das Spannende ist, da waren die Schulschließungen, die ersten in 2020, halt nur 8 Wochen lang. Dadurch waren die Schüler wieder in der Schule vor den Sommerferien und die haben einen nationalen Bildungstest, der jedes Jahr durchgeführt wird von CITO und den konnten sie halt jetzt nutzen. Den haben alle Schüler noch gemacht und sie haben eben dann gefunden, dass diese 8 Wochen Schulschließungen insgesamt zu Lernverlusten im Durchschnitt von rund 20% dessen, was man in einem Schuljahr erlernt, geführt haben. Das entspricht interessanterweise 1:1 der Anzahl der geschlossenen Schulwochen. Das heißt, de facto, muss man so sagen, in der Zeit des Distanzunterrichts haben die Schüler de facto nichts hinzugelernt. Ist auch Stillstand ist de facto bei sowas eben auch Rückschritt, darum ist das gar nicht im Durchschnitt gar nicht so überraschend. In gewisser Weise aber schon, ne? Bei uns waren die Schulschließungen deutlich länger und die Niederlande waren deutlich bessere Infrastruktur für digitales Lernen als unsere Schulen. Das zeigen also vorhergehende Erhebungen sehr deutlich. Insofern fürchte ich eben, dass das schon sehr stark ist. Und wenn wir dann eben, ich habe mir mal gesagt, wenn wir mal so davon ausgehen, bei Schülerinnen und Schülern, wo eben ein Drittel des Lernens eines Schuljahres insgesamt verloren gegangen ist, müssen wir davon ausgehen, dass es im Durchschnitt im Lebensverlauf mit rund 3% geringeren Erwerbseinkommen einhergehen wird. Und wenn es mehr ist, wird es mehr sein. Bei Schülern, wo es weniger ist, wird es weniger sein. Ja, das klingt ja bedenklich. Frau Krimler, in der Schweiz hat man sich auch ein bisschen angeguckt, glaube ich. Also wir sprechen jetzt über die Kompetenzerwerbsausfälle sozusagen. Direkt, aber wir hatten schon gesagt, Schule ist auch ein sozialer Raum, ist wichtig. Die Begegnungen sind wichtig für die Kinder. Sport ist im Übrigen wichtig für Kinder. Hat man sich in der Schweiz so ein bisschen angeguckt, was für Auswirkungen man allgemein von der Pandemie sieht und wie das vielleicht auch geschlossene Schulen dann noch zusätzlich beeinflussen könnten? Ja, wir haben auch in der Corona-Studie haben wir die psychische Gesundheit der Kinder erhoben. Wir haben Lebensstilfragen reingetan, also was körperliche Aktivität, Medienkonsum, Schlafverhalten und diese Geschichten. Und das zeigt sich ganz klar, dass wir dort, insbesondere in der ersten Welle, wo wir die Schulschließung hatten, eine Änderung des Lebensstils hatten, so wie das auch zu erwarten ist. Weniger körperliche Aktivität, mehr Medienkonsum, weniger Schlaf,
Und auch bei der psychischen Gesundheit, ich glaube, es ist wirklich so, dass insbesondere die älteren Kinder unter dieser Pandemie sozial leiden. Sie können nicht mehr zusammen sein. Die Peer Group ist etwas so Zentrales bei diesen älteren Kindern. Und wenn man das einfach wegnimmt, dann hat man ganz viele Schwierigkeiten, die man kriegt. Und vielleicht darf ich das ganz kurz für Deutschland nur ergänzen. Wir haben halt in unserer ersten Studie, während der ersten Schulschließung, nur eine ganz einfache Fragenbatterie drin gehabt. Da haben aber 38% der Eltern angegeben, dass die Situation für ihre Kinder eine sehr große psychische Belastung war. Also es ist nicht die Mehrheit. Also die Mehrheit sagt schon, irgendwie sind wir damit klargekommen, aber es gibt eben doch einen großen Anteil, wo das ist. Und anekdotisch deutet ja vieles darauf hin, dass das möglicherweise in der zweiten Welle stärker geworden ist, wo eben nach und nach sozusagen wirklich Ermüdung, erst gab es manchmal noch Optimismus, jetzt machen wir das eben anders, aber das ist eben ein ganzes Stück zurückgegangen. Dazu haben wir jetzt in unserer zweiten Studie deutlich mehr Fragen gestellt, auch zur sozioemotionalen Situation der Kinder und Jugendlichen. Wiederum kann ich leider nur auf nächste Woche verweisen. Am nächsten Dienstag werden wir darüber dann auch zu Deutschland nochmal neue Ergebnisse berichten können. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wir haben diverse Kantone, die haben auch geschaut, ja, was passiert im Gesundheitswesen überhaupt. Und da gibt es eine ganz eindrückliche Liste von wirklich Erkrankungen, welche die Kinder jetzt mehr zeigen, mehr Übergewicht, mehr Essstörungen, mehr psychiatrische Leiden, Schulabgänge, Gewalt, häusliche Gewalt zu Hause. Und ich glaube, das sind so Warnzeichen, die wir einfach ernst nehmen müssen. Und natürlich, wir machen alle das Beste draus. Aber das sind ganz wichtige Sachen, die man in die Waagschale werfen muss, wenn es darum geht, zu entscheiden, sollen wir jetzt die Schulen offen behalten oder sollen wir sie schließen. Und wir wissen ja, dass die Kinder ganz wenig betroffen sind. Wir schauen jetzt in der dritten Welle an, auch dieses Long-Covid, das ist ja auch immer in aller Munde. Und wie viele Kinder sind davon betroffen? Eben, die haben einen Infekt gehabt und haben nachher lang andauernde Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und. Und wir werden das anschauen und da gibt es auch noch keine Untersuchung dazu. Aber ich nehme jetzt an, meine Perzeption ist, dass es viel weniger häufig vorkommt als bei Erwachsenen, weil die Erkrankungen einfach milder sind und mit weniger Symptomen primär schon einhergehen. Und es ist davon auszugehen, dass auch da die Belastung bei den Kindern klein ist. Kann man denn bei diesem Long-Covid, ist das denn so gut definiert, kann man das überhaupt unterscheiden von den Wirkungen etwa eines Lockdowns, Schulschließungen oder so? Das ist eine ganz wichtige Frage und da harten wir natürlich ein bisschen, aber wir haben zumindest in der Schweiz das Problem, dass wir keine Schulschließungen hatten, aber es wird natürlich schon auch eine bisschen höhere Betroffenheit haben, auch bei den Kindern, die nicht betroffen waren von Covid und das zu differenzieren ist ganz, ganz schwierig, aber so quasi die Kontrollpopulation zu finden, oder? Und es gibt gewisse Daten von früheren Infektionskrankheiten oder von einer gesunden Bevölkerungsgruppe und da kann man ja auch darauf zurückgreifen, aber das ist ein großer Challenge zu fragen, ist wirklich Covid gewesen, was die Symptome macht. Oder ist es die Konsequenz dieser ganzen Pandemie, wo man wirklich auch kompromittiert ist und wo auch die Kinder und Jugendlichen somatisieren und Symptome zeigen? Vielen herzlichen Dank. Andreas, hier kommt viel die Frage im Chat auf, also du hattest auch schon drüber gesprochen. Naja, alle sitzen bleiben, wiederholen lassen, ist vielleicht ein bisschen nicht sehr ambitionierte Antwort auf die Ausfälle, die es jetzt gegeben hat. Aber es wurde gefragt, ja, was kann man denn machen? Muss man nicht vielleicht auch viel mehr auf Kompetenzen setzen? Nicht so sehr, dass der Stoff auch wirklich abgearbeitet wird. Muss man ganz neu jetzt da herangehen, wie und was gelernt wird? Die Chancen vielleicht auch nutzen des digitalen Lernens? Was kann man machen, dass besonders die benachteiligten Kinder, wo wir jetzt gehört haben, dass man da wirklich abgeben muss, dass
dass sowas auch vertieft, Bildungsungleichheiten, dass man das dann auch wieder aufholt. Also das eine ist Geld, das ist ganz klar, aber wie setzt man es dann um? Ja, also noch einmal, Kinder einfach das Jahr wiederholen zu lassen, ist die schlechteste Lösung, denn das wird auch bei den Leistungsgewinnen relativ wenig bringen. Da gibt es viele internationale Erfahrungen dazu. Entscheidend ist, dass man zusätzliche Lernangebote schafft und auch vielleicht über mehrere Jahre. Ich glaube, man muss sich da ganz klar sein, das wird man innerhalb eines Schuljahres nicht wieder aufholen. Da muss man also individuelle Förderstrategien schaffen. Ich glaube, teilweise wird das nur mit zusätzlichen Lernangeboten zu leisten sein, gerade für Kinder aus sozial ungünstigen Umfeld, auch mit stärkerer Differenzierung, mit stärkerer individueller Förderung. Wie gesagt, es gibt viele spannende Beispiele, wo man auch Lehrkräften dann zusätzliche Ressourcen anbietet, um das so zu leisten. Das ist übrigens auch noch sehr viel billiger als Klassenwiederholung. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie einen Schüler in Deutschland sitzen bleiben lassen, die volkswirtschaftlichen Kosten belaufen sich da auf 25.000 bis 30.000 Euro. Wenn Sie diese Mittel einsetzen oder auch nur einen Bruchteil davon, um diese Schüler wirklich sinnvoll zu fördern, da erreichen sie weitgehend mehr. Also ich glaube, darin nicht die Lösung. Ich glaube auch, Digitalisierung kann uns hier sehr viel helfen, indem man halt dort Zusatzangebote auch digital umsetzt. Aber die Frage, die du ansprichst, müssen wir vielleicht auch umdenken, was wir unterrichten, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Die Pandemie hat uns ganz sicher gezeigt, dass dieses selbstständige Lernen, kann ich im Grunde meine Lernziele selber setzen, kann ich meine Lernstrategien selber verfolgen, dass das von ungemeiner Bedeutung ist. Ich glaube auch, in Zukunft, ne, die Dinge, die wir einfach unterrichten können, die wir einfach testen können, die werden sich auch einfach digitalisieren lassen. Ne. Da die großen Herausforderungen der Zukunft sind wirklich, wie unterrichten wir nicht zweitklassige Roboter, die wiedergeben, was wir ihnen erzählen, sondern was sind die Fähigkeiten, die uns im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich machen. Und ich glaube, die Pandemie hat diesen neuen Kontext nicht geschaffen, aber ganz sicher erheblich beschleunigt. Und da muss man sich einfach nur anschauen, wer ist durch diese Pandemie gut durchgekommen. Das sind genau die Kinder, die gelernt haben, im Grunde Resilienz zu entwickeln, die im Grunde ein gutes Selbstkonzept haben, auch das Selbstvertrauen. Ich kann, wir nennen das im englischen Sprachgebrauch Growth Mindset, das sind die entscheidenden Prädiktoren hier. Ne? Und ich glaube, auch da muss man umdenken, lernen, Unterrichtsformen schaffen, die wesentlich aktiver sind. Und ganz sicher wird das Ressourcen brauchen, aber ich glaube, all die Ressourcen werden nur ein Bruchteil dessen sein, was Klassenwiederholungen mit sich bringen würden. Und ich glaube auch wirklich, dass diese Klassenwiederholungen vermeidbar sind durch gute, auch langfristig angelegte Förderungs- und Unterstützungsstrategien, gerade für Kinder, die eben in dieser Pandemie zu kurz gekommen sind. Und jetzt, was den Digitalunterricht angeht, also du betonst ja oft sehr stark, dass man tolle Möglichkeiten hat, mit digitalen Tools auch den Unterricht zu unterstützen, vielleicht auch mehr Interaktivität herbeizuführen. Aber es gibt ja zum Beispiel in den USA gibt es, glaube ich, auch tatsächlich so Charterschulen, die finden auch komplett digital und von zu Hause statt. Ist das eine Option oder ist Digitalisierung eben eine Unterstützung und nicht ein Ersatz für den Unterricht, den gemeinsamen Unterricht? Also ich glaube, wir können es nicht als Ersatz sehen. Es ist digitale Technik kann die Arbeit guter Lehrkräfte verstärken, aber nicht ersetzen. Ich glaube, das haben wir auch in dieser Pandemie sehr deutlich gesehen, dass die Stärken digitaler Technik liegen in der Wissensvermittlung. Na, aber die Frage, wie kann ich als Lehrer guter Coach sein, Mentor, wie kann ich verstehen, wie verschiedene Kinder unterschiedlich lernen, dann gemeinsam mit den Eltern Konzepte erarbeiten, das kann digitale Technik nicht leisten. Und wie gesagt, Lernen ist nicht Transaktion von Wissen, sondern immer sozialer, relationaler Prozess. Auch da diese soziale Arbeit der Lehrkräfte. Ich glaube wirklich, da die Digitalisierung wird den Status der Lehrerschaft nochmal deutlich anheben. Ne? Auch die Ansprüche, die da gestellt werden, die Dinge, die man automatisieren kann, den Transfer von Wissen. Da wird die Digitalisierung weiterhin vieles leisten. Wenn wir am Computer Mathematik lernen, dann kann der Computer sehr schnell begreifen, wie ich Mathematik lerne, ne? Wo ich dran scheitere, was ich gut kann, was mir Spaß macht, was ich nicht so toll finde.
Das ist eine Sache der künstlichen Intelligenz. Aber wenn es darum geht, im Grunde, wie kann ich verstehen, wer meine Schüler sind, ne, wer sie sein wollen, wie kann ich sie in ihrem Weg unterstützen, da sind die Fragen der Empathie, das sind Fragen, wo wirklich Lehrkräfte an Bedeutung gewinnen werden und in Zukunft auch mehr Zeit dazu haben. Ich glaube wirklich, da muss ein Umdenken stattfinden, nicht nur wegen der Pandemie, aber ganz sicher auch durch die Pandemie verstärkt. Ne? Ich möchte noch ganz kurz was zu den Impfungen sagen. Mhm. Weil mir liegt das wirklich am Herzen. Ich habe zwar gesagt, die Lehrer sind nicht mehr betroffen als die Schüler, aber ich bin auch dezidiert der Meinung, dass man das pushen sollte, dass die Lehrer so schnell wie möglich geimpft werden. Weil ich finde, die sollten Priorität haben, dass da auch die Angst genommen wird und dass man die Schulen einfach umso mehr wieder offen behalten kann, so langsam andauern. Ja, das ist übrigens ein interessanter Punkt. Wir haben das auch erfragt in unserer Studie. Die Daten, die Sie hier angeben, dass Lehrkräfte generell nicht höher vor höheren Risiko stehen als die Allgemeinbevölkerung, die gelten für einige Länder, aber trotzdem auch in vielen dieser Länder sagen sich die Leute, wir wollen Vertrauen schaffen. Wir wollen sicherstellen, dass Eltern sich auf die Bildungsleistung verlassen können. Und ich glaube, allein aus dem Grund ist es schon wichtig, da Strategien zu haben, die die Sicherheit der Schulen. Ich habe ja auch im Chat gesehen, die Frage der Masken wird immer wieder angesprochen. Macht das wirklich Sinn? Ich glaube, das ist sicherlich wichtig, da Antworten zu finden, aber es ist auch wichtig, Eltern wirklich alle im Grunde Möglichkeiten zu bieten, dass wirklich die Schule ein sicherer Ort ist, wo sie sich drauf verlassen können. Denn wie gesagt, der Präsenzunterricht ist gerade für jüngere Kinder durch nichts zu ersetzen. Und die Schäden, die wir langfristig sehen werden, werden im Grunde den Nutzen von Schulschließungen wahrscheinlich um ein Vielfaches überschreiten. Ne? Und Frau Kremler, vielleicht da nochmal, vielleicht auch zur Kommunikation. Also zum einen, also ich denke, da sind die Bemühungen auch in Deutschland sehr groß. Also beim Impfen sind ja die Lehrer und Erzieher vorgezogen worden. Jetzt fängt man eben an, die Schüler und auch Lehrer regelmäßig zu testen mit diesem Schnelltest, auch um mehr Sicherheit zu schaffen. Da ist es dann ja aber auch wichtig zu kommunizieren, dass vielleicht dann auch wirklich mehr Sicherheit entsteht und vielleicht aber auch gleichzeitig, also es kann ja auch so aufgenommen werden, diese Dinge, das als Signal, dass man im Grunde der Meinung ist, in der Schule ist es nicht sicher. Also ist es nicht von der Kommunikation auch wichtig, gerade Studienergebnisse wie Ihre zu kommunizieren, aus denen hervorgeht, dass moderaten, vernünftigen Hygienemaßnahmen, man eigentlich schon davon ausgehen kann, dass die Schule eben kein Hochrisikoort ist, weder für die Schülerinnen und Schüler noch für die Lehrer. Also wie findet man da die richtige Balance? Ja, Sie, ich weiß es auch nicht schlussendlich. Ich glaube auch, wir versuchen, solche Daten natürlich zu kommunizieren. Und es ist auch bei uns so, dass viele Kantone jetzt Massentesten angefangen haben. Und wenn wir eigentlich kommunizieren, dann sagen wir, es ist ganz wichtig, dass wenn etwas losgeht, also wenn ein Schüler betroffen ist, dass man dann sofort testet. Also so quasi ein Outbreak-Test machen gegenüber einem Rundumschlag, wo man doch auch sehr viel Unruhe schafft. Oder wer testet sich dann und wer ist dann genug ehrlich, dass immer diese Teste dann weitergeleitet werden. Und wenn die dann positiv sind, wir wissen, dass auch falsch positive Tests da sind, was macht man dann? Muss man PCR nachschieben? Dann müssen wieder alle kommen für den Abstrich. Dann muss man das ins Labor schicken. Das müssen alle in die Quarantäne. Und am nächsten Tag kann man dann entscheiden, ja, was machen wir jetzt? Es ist sehr, sehr aufwendig und es ist nicht zu unterschätzen, diese ganzen Massentesterei, oder? Und was machen wir denn mit den Kindern, die da nicht mitmachten, oder was macht man da damit? Wir sind der Meinung, wenn wir jetzt unsere Studie anschauen und wirklich ein sauberes Outbreak-Testing machen, sofort eingreifen und sofort die Klasse und die Schule testen, wenn irgendwas Positives losgeht, und damit eigentlich gut fährt. Okay. Also ich möchte das schon ergänzen. Ich glaube, in dem Bereich bin ich wirklich der Meinung, man kann ja das eine tun und muss das andere nicht lassen. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir die Ergebnisse solcher Studien viel mehr öffentlich kommunizieren. Das ist super wichtig, um Ängste zu nehmen.
Gleichwohl ist das Ganze, sind die Schulen hier ja auch ein Teil der Gesamtstrategie, wie gehen wir mit Corona um in der Gesamtgesellschaft? Und wenn man da dann darauf hinsteuert und sagt, wir kommen und kommen mit den Infektionszahlen nicht runter in Deutschland. Das heißt, wir müssen mehr tun. Und eine sinnvolle Strategie ist vermutlich viel mehr zu testen, um zu sehen, wo immer es dann positive gibt, eben in Quarantäne zu gehen, um insgesamt die Kontakte gerade von Infizierten zu vermeiden. Und wenn wir wissen, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen das häufig symptomlos ist, dann kann es ja helfen, auch regelmäßige Tests auch sozusagen zu Schulbeginn zu machen. Ich glaube, dass das hilft sehr, Schulen zu noch sichereren Orten zu machen und eben da auch Sachen zu unterbinden. Und ich glaube, wenn sich das dann einmal einführt und macht, dann wird das auch sicherlich funktionieren, dass das jetzt nicht so ein unglaublicher Aufwand ist. Also ich sage nicht, dass man das nicht machen soll, überhaupt nicht. Ich habe nur meine Meinung gesagt. Ja. Und ich glaube, wir brauchen mehr Evidenz für das eine oder das andere. Das ist absolut so. Und wir haben natürlich auch die Schwierigkeit, dass wir immer wieder eine andere Situation haben. Oder jetzt diese dritte Welle, die wir jetzt haben und wo wir drin sitzen, die zeigt sich total anders. Da sind mehr Kinder betroffen und wir machen eigentlich ganz, ganz viel, was wir vorher nicht gemacht haben, und trotzdem gehen diese Zahlen nicht so runter, wie wir uns das wünschten, oder? Und woran liegt das jetzt, oder? Und ich bin absolut auch Ihrer Meinung, dass wir das prüfen sollen und dass man nicht generell sagt, Massentest ist Mist, aber dass man das einfach mit Vorsicht auch genießen soll und dann auch wirklich wissen, was man tut und wer dabei ist bei diesem Massentest und wie man das macht. Die Qualität dieser Massentest ist nicht ganz ohne und muss auch angeschaut werden. Und gerade bei den Schnelltests ist es einfach so, asymptomatische Leute zeigen 50% falsch negative Tests. Und das muss man sich einfach, das ist einfach so, das muss man in die Waagschale werfen. Ich sage nicht, dass man es nicht tun soll, aber man muss sich immer überlegen, das ist nicht eine Idealsituation. Ja, aber es kann ja, man kann damit ja umgehen, indem dann tatsächlich eben dann richtig getestet wird. Aber klar, es muss auch kommuniziert werden, dass das sozusagen da ein positiver Test noch sehr ungenau ist. Aber das hilft uns dann ja eben gerade, Infektionsketten zu vermeiden. Diesen Punkt sozusagen, man kann das eine tun, muss das andere nicht lassen, halte ich für insgesamt auch sehr wichtig. Ich fürchte, dass es in Deutschland schon ein bisschen dazu geführt hat, dass die Kultusminister aus meiner Sicht, das ist eins der wenigen Sachen, wo ich sage, dass es sehr richtig war, im Sommer, im Herbst sehr viel dafür zu tun, die Schulen offen zu lassen. Man hat dann gleichzeitig es aber extrem versäumt, sich auf einen Distanzunterricht vorzubereiten und zu gucken, dass eben man wirklich Online-Unterricht machen kann und was man da machen kann, wie man das dann umsetzen kann. Es ist nicht vorbereitet worden. Man hat es wieder den Schulen vor Ort überlassen. Die politische Verantwortung ist nicht getragen worden. Und dann gibt es eben einzelne Schulen, die das sehr gut gemacht haben. Und es gibt andere, die eben da nicht viel gemacht haben. Und das ist uns dann jetzt wieder vor Füße gefallen. Wir sind seit Mitte Dezember, waren die Kinder jetzt wieder, also die allermeisten Kinder, außer zum Teil Grundschulen, zum Teil Abschlussklassen, 10 Wochen nicht in den Schulen. Und man hätte dort viel mehr und viel besser machen können, sowohl für die sozial-emotionale Befindlichkeit der Kinder als auch für das rein kognitive Lernen, als es geschehen ist. Darum finde ich, man sollte es eben nicht zu sehr auf die eine Sache fokussieren und sagen, wir dürfen jetzt nicht anderes vorbereiten, weil das dann gegebenenfalls so interpretiert würde, als wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es wieder kommt. Nee, wir müssen uns schon auch für alle Eventualitäten vorbereiten. Ja, ich denke, Ludger, das war ein gutes Schlusswort. Ich habe mich sehr gefreut, das so schön zusammenführen zu können. Also die Umfrage aus OECD-Ländern, den konkreten Umgang mit den epidemiologischen Studien, mit Zusammenarbeit mit der Schulbehörde in Zürich. Das scheint ja sehr eng zu funktionieren und auch gut zu funktionieren und natürlich auch die Erkenntnisse, die wir jetzt hier aus Deutschland haben. Es ist weiter eine herausfordernde Situation für alle, aber wenn Epidemiologen, Schulbehörden und so weiter gut zusammenarbeiten und man vielleicht auch die Chancen aufgreift, Änderungen die sich ergeben können aus dem Digitalisierungsschub, dann gelingt es vielleicht, das Beste daraus zu machen.
Vielen Dank auch für die vielen Beiträge, die wir im Chat hatten. Wir zeichnen das immer mit auf und wie gesagt, wir machen immer einen kleinen Blogbeitrag, den wir Ihnen dann auch schicken. Da können wir auch, da war eine Nachfrage nach der niederländischen Studie, die können wir dann auch, das hat Rutger Wössmann jetzt, glaube ich, so schnell nicht gesehen, aber die können wir gerne verlinken. Auch die Ciao-Corona-Studie und andere Dinge, die Sie hier gepostet haben. Vielleicht nicht alles, aber wir werden Ihnen was Schönes zusammenstellen, sodass es auch nach dieser Veranstaltung schöne Ressourcen gibt. Ganz herzlichen Dank, Andreas, Ludger Wössmann, Susi Kriener. Das war eine tolle Diskussion und vielen Dank Ihnen allen für Ihre Beiträge. Einen schönen Nachmittag noch. Vielen Dank. Tschüss.